So, einen schönen guten Abend zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Heute geht es ums Thema Präsentieren im Unterricht digital mit Windows 10 und Office 365. Es ist 19 Uhr, wir beginnen wie immer pünktlich und nachdem auch die letzten Male die Technik wunderbar funktioniert hat, hoffe ich, dass Sie auch jetzt meinen Bildschirm gut sehen können und mich gut verstehen können. Und genau, dann würde ich sagen, starten wir auch mit dem heutigen Thema. Heute begrüßen Sie recht herzlich zum einen Stefan Malter. Er ist, ich würde jetzt mal behaupten, unser Haus- und Hofreferent, wenn man das so sagen kann. Stefan ist Dozent und Medientrainer und hat schon sehr, sehr viele Webinare für uns moderiert. Er weiß, wovon er spricht und er hat immer sehr, sehr viele hilfreiche Tipps und Tricks, die ja, den Lehrern doch auch helfen in der Praxis. Und ja, ich hoffe, ich habe die Messlatte jetzt nicht zu hoch gelegt. Und ich denke, Sie können sich auf jeden Fall auf auch heute wieder einen spannenden Vortrag von Stefan freuen. Des Weiteren haben wir heute mit im Boot Christopher Schiermann. Er ist im Marketing und Sales bei der Firma Elmo. Es geht ja heute ums Thema Präsentieren. Demnach möchten wir Ihnen auch gerne eine Hardware vorstellen, mit der Sie gut präsentieren können im Unterricht. Elmo steht für Dokumentenkameras und Christopher wird Ihnen heute im Speziellen eine Dokumentenkamera vorstellen. Ja, mein Name ist Marion Ziereis. Ich bin Marketingleitung bei der Firma Kotec und ich darf Sie heute wieder moderieren durch das Webinar begleiten. Ich werde mich zwischendrin immer einschalten, wenn es an die Umfragen geht. Und auch im Nachgang dann Ihre Fragen an unsere Referenten weiter moderieren. Genau, ich habe noch ein paar Hinweise für Sie mitgebracht, bevor wir mit dem Webinar starten. Zum einen, das Webinar wird aufgezeichnet, wie all unsere Webinare. Sie erhalten die Aufzeichnung des Webinars auch im Nachgang an das Webinar in einer Follow-up-E-Mail. Die Follow-up-E-Mail folgt im Laufe dieser Woche. Geben Sie uns bitte ein paar Tage Zeit. Wir bemühen uns, die E-Mail auch schnellstmöglich zu schicken. Aber ein paar Tage Zeit braucht man da meistens. Sie erhalten ebenfalls eine Teilnahmebestätigung. Auch diese wird Ihnen im Nachgang per E-Mail zugeschickt. Und an der Stelle nochmal der Hinweis, dass wir uns auch über Ihr Feedback freuen. Sie haben zum einen die Möglichkeit, uns Ihr Feedback im Nachgang an das Webinar direkt in einer Umfrage mitzuteilen. Die wird automatisch eingeblendet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, über die Follow-up-E-Mail, also auf einen Link zu klicken in der Follow-up-E-Mail. Und über diesen Link können Sie uns ebenfalls nochmal Ihr Feedback mitteilen. Jawohl, wir haben auch heute wieder Zeit eingeplant für Ihre persönlichen Fragen. Sie sollten ein Fenster vor sich haben, das in etwa so aussieht wie das eingeblendete. Das ist quasi eine Art Chatfunktion oder Fragefunktion. Die Fragen, die Sie da stellen, die sehen nur Sie und ich. Ich werde die Fragen dann entsprechend an unsere Referenten weiter moderieren. Genau, dann noch ein paar einleitende Worte zur Firma Kotec. Wer ist die Firma Kotec? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von Ihnen wissen, wer wir sind, aber noch einmal kurz zusammengefasst: Wir sind einer der führenden deutschen Händler von Hard- und Software für den Bildungsbereich. Also, wir haben uns tatsächlich für das Thema Edu spezialisiert, beziehungsweise auf das Thema Edu spezialisiert. Und wir haben neben Hard- und Software mittlerweile eigentlich auch ein breites Sortiment an Managed Services. Was bedeutet das? Also Sie sehen da diese drei Zahnräder. Wie gesagt, ein großer Teil von unserem Sortiment ist Hardware. Wir bieten auch Software, aber eben auch Managed Services und der Bereich wird auch immer größer. Er beinhaltet alles zum Thema Cloud und vor allem in Bezug auf Microsoft Teams. Tenant-Einrichtungen, Microsoft Teams-Einrichtungen und so weiter. Wenn Sie den Bedarf haben oder wenn Sie gerne Microsoft Teams nutzen möchten, aber nicht wissen, wie Sie Microsoft Teams am besten einrichten, wenn Sie da Hilfe brauchen, dann einfach gerne bei uns melden. Wir helfen Ihnen da jederzeit gerne weiter.
Ja, über die Folie fliege ich nur einmal kurz drüber. Unsere Stärken, persönliche Beratung. Wenn Sie Fragen haben, bitte kurz durchrufen oder eine E-Mail schreiben. Unser Team steht Ihnen da sehr, sehr gerne zur Verfügung. Wir haben ein starkes Partnernetzwerk, heißt, wir möchten Ihnen wirklich eine Komplettlösung bieten. Und wenn wir eine Lösung nicht selbst anbieten, dann haben wir einen Partner, der für uns diese Lösung anbieten kann. Bei uns erhalten Sie vergünstigte Konditionen. Allerdings müssen Sie uns einen Bildungsnachweis vorlegen, um eben bei uns entsprechend einkaufen zu können. Und wir haben eine hohe Reichweite. Unsere Kunden erstrecken sich wirklich über ganz Deutschland und wir liefern auch in die Schweiz und nach Österreich. Jawohl, das ging jetzt schnell. Ich hoffe nicht zu schnell, aber wir haben auch nur eine Stunde Zeit und es soll ja jetzt auch ums Thema Präsentieren gehen. Ich würde an der Stelle, Stefan, man sieht dich schon, wunderbar, auch direkt Bin. an dich übergeben, wunderbar. Und wir haben auch eine Umfrage für Sie vorbereitet, bevor ich jetzt letztendlich auch an Stefan übergebe. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen. Ich starte die Umfrage gerade mal, genau. Die Frage lautet: Nutzen Sie bereits ein mobiles Endgerät, also einen Laptop oder auch ein Convertible? Also das ist quasi ein Mischgerät aus Tablet und vollwertigem Laptop im Unterricht. Und wir würden gerne von Ihnen wissen, ob Sie da eventuell Ihr privates Gerät verwenden oder ob Sie ein von der Schule gestelltes Gerät verwenden oder ob Sie vielleicht momentan noch mit gar keinem mobilen Endgerät im Unterricht arbeiten. Wir sind sehr, sehr gespannt auf das Ergebnis und ich verspreche Absolut. Ihnen, danach geht es auch wirklich los mit dem Thema Präsentieren. Von mir auch schon mal schönen guten Abend zusammen. Ich finde es ja immer toll, dass Sie sich alle abends die Zeit nehmen. Sie haben volle Arbeitstage, gerade aktuell langweilen sich Lehrkräfte, glaube ich, nicht, wenn es um die Corona-Situation geht. Deshalb hoffe ich, dass wir Ihnen ja ein paar Mehrwerte mit auf den Weg geben können. In dieser Präsentation in circa ja, der knappen Stunde, die wir zur Verfügung haben, soll es ja gehen ums Präsentieren im Unterricht. Und dafür ist eine Voraussetzung ja, dass Sie die richtige Hardware zur Verfügung haben. Darüber werden wir gleich sprechen, aber umso gespannter bin ich auf das Abstimmungsergebnis. Das wird jetzt Genau, bestimmt. und richtig, ich habe die Umfrage jetzt auch geschlossen und das Ergebnis lautet wie folgt. Ich bin tatsächlich etwas überrascht, muss ich sagen. 52% nutzen tatsächlich ihr privates Gerät. 27% haben ein Gerät, das von der Schule gestellt wird, immerhin muss man sagen. Und ganze 22% unserer Teilnehmer nutzen noch gar kein mobiles Endgerät. Aha, damit habe ich nicht gerechnet, muss ich fairerweise sagen, aber Ich tatsächlich auch nicht. umso spannender zu wissen. Ja, vielen, vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Wir sprechen ja jetzt. Ich übernehme mal im fließenden Übergang, wenn es dir recht ist, liebe Genau, Marion. ich bin dann auch mal weg und komme später wieder dazu. Genau, während wir sprechen über das Präsentieren im Unterricht, es geht darum zu präsentieren digital mit Windows 10 und Office 365. Und wie gesagt, das ist das Thema, für das Sie sich hoffentlich auch angemeldet haben. Darum soll es jetzt gehen. Und wir haben ja schon gerade festgestellt, dass ja, die Voraussetzungen bei Ihnen persönlich, aber auch in den Klassenzimmern ganz unterschiedlich sind. Ich steige mal ein mit einem Bild, das ich im vergangenen Jahr gefunden habe, das ich teilweise ganz treffend finde. Ich weiß nicht, ob Sie in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, ob Sie sich bei Facebook oder Twitter bewegen und da vielleicht im vergangenen Jahr von der 10 Years Challenge erfahren haben oder das mitbekommen haben. Es gibt ja manchmal so Herausforderungen, mit denen sich die Teilnehmer in den sozialen Netzwerken gegenseitig so ein bisschen sticheln oder die Netzwerke unterhaltsamer machen. Im vergangenen Jahr gab es die sogenannte 10 Years Challenge, wo Leute Bilder gezeigt haben von sich vor 10 Jahren und heute, wo dann schöne Gegensätze entstehen. Ich bin, glaube ich, auch in den vergangenen Jahren 10 Jahre älter geworden. Und dementsprechend gab es da auch ein Bild, das Schule zeigt. Und zwar so, den Unterschied Schule 2009 im Vergleich zur Schule 2019. Ich weiß nicht, ob Sie das alle so bestätigen können. Ich hoffe, dass das nicht in allen Klassenzimmern so ist. Nichtsdestotrotz hat sich eben in manchen Schulen da nicht wahnsinnig viel getan. Die Voraussetzungen sind unterschiedlich und nichtsdestotrotz haben Sie ja im besten Fall vor, eben die Möglichkeiten, die Sie vor Ort haben, so zu nutzen, dass Sie gut präsentieren können. Und darum soll es eben heute gehen. Dieses Webinar habe ich, ich brauche mal selbst so ein bisschen Orientierung, auch mit dem, was ich Ihnen allen mit ans Herz geben möchte oder was ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Deshalb habe ich das Webinar in drei Teile aufgeteilt.
Wir sprechen zuerst in Teil 1 darüber, wie Sie Ihre Hardware anschließen. Das ist ein bisschen theoretisch, aber trotzdem, glaube ich, ganz sinnvoll zu wissen, weil eben die Voraussetzungen so unterschiedlich sind. Ich zeige Ihnen dann verschiedene Apps und Programme, die Sie vielleicht teilweise schon kennen, vielleicht aber auch noch nicht mit allen Raffinessen. Also dementsprechend wird es eben um ja, ein paar Funktionen geben, die für Sie ganz spannend sein könnten, wenn es darum geht zu präsentieren mit Windows 10 und den Office-Programmen. Und großes Thema, wir werden uns mit Online-Unterricht auseinandersetzen. Dafür sollte die Zeit auf jeden Fall reichen, denn das ist ja nun auch nicht zu verleugnen, dass Online-Unterricht im Lehrerdasein, im Dozentendasein eine immer größere Rolle spielt. Darum soll es gehen und wir fangen an mit dem Bereich Hardware anschließen. Kurz vorab zu mir noch, tatsächlich glaube ich, dass der ein oder andere mich in einem dieser Webinare schon erlebt hat. Stefan Malter bin ich, Medientrainer und Dozent an der TU Dortmund, in vielen Lehrerfortbildungen unterwegs, wenn es um digitale Technologien geht, teilweise auch auf Messen zum Beispiel, bei verschiedenen Seminaren. Ich schreibe verschiedene Blogs, wo Sie viele der Tipps heute auch finden. Surface für Lehrer, OneNote für Lehrer. Und wenn Sie mögen, viele der Tipps finden Sie auch in meinen Handbüchern. Microsoft 365 Education erscheint in Kürze. Dazu gibt es meine OneNote-Handbücher. Also wer tiefer einsteigen möchte, der kann das dann tun. Aber vorab hoffe ich erstmal, dass Sie jetzt die Stunde gut nutzen können mit den Tipps, die ich Ihnen jetzt mit auf den Weg geben möchte. Wie schließt man Hardware gut an, wenn man im Klassenzimmer präsentieren möchte? Hier auf dem Bild sehen Sie schon mein Gerät, hier ein Tablet mit ansteckbarer Tastatur und im Hintergrund ein Smartboard. Manche von Ihnen sind vielleicht im Klassenzimmer mit Smartboard ausgestattet, vielleicht auch mit einem größeren Display. Es gibt ja ganz unterschiedliche Modelle. Manche haben einen Beamer zur Verfügung, manche vielleicht einen großen Fernseher. In Hörsälen gibt es wiederum ganz andere Flächen. Die Situation ist eben unterschiedlich. Aber was alle gemein haben, irgendwie muss man das eigene Gerät, im besten Fall Laptop oder Tablet-PC, eben mit diesem großen Bildschirm miteinander verbinden. Und dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am sinnvollsten ist es eigentlich, auf eine Verbindung per Kabel zu setzen. Sie sehen hier im Hintergrund schon das Beispiel, ein HDMI-Kabel sagt vielleicht dem einen oder anderen schon was, der ein bisschen technikaffiner ist. Ich fasse mal zusammen, es gibt wahnsinnig viele unterschiedliche Standards mittlerweile. HDMI ist eben ein bekannter Anschluss, der Bild und Ton überträgt. VGA sagt einigen von Ihnen vielleicht was, die früher verzweifelt versucht haben, Geräte an einen Beamer anzuschließen, der dann nur Bild überträgt. Das ruckelt dann immer so ein bisschen und die Schrauben sitzen nicht mehr ganz fest. Das ist aber ein Standard eben bei Kabeln. Es gibt DVI-Anschlüsse, Mini-Display-Port oder USB-C. Das haben vor allem neuere Tablets. Wichtig ist, dass Sie sich schlau machen. Einmalig müssen Sie sich schlau machen. Welchen Anschluss hat Ihr eigenes Gerät? Zum Beispiel eben USB-C bei Tablets wie dem Surface zum Beispiel. Viele Laptops haben eben auch einen HDMI-Ausgang. Und Sie müssen auf der Gegenseite wissen natürlich, welchen Anschluss bietet das große Display, das Sie zur Verfügung haben. Zum Beispiel auch einen HDMI-Eingang, der sehr populär ist, oder eine andere Variante. Wenn Sie sich dann per Kabel verbinden, dann müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie im Klassenzimmer nicht stolpern, sind natürlich daran gebunden. Das ist klar. Deshalb gibt es alternativ auch die Möglichkeit, sich drahtlos miteinander zu finden. Dafür gibt es Adapter. Hier sehen wir einen, den Wireless Display Adapter zum Beispiel. Manche Geräte, manche Beamer, manche Smartboards haben auch schon eine integrierte Technologie. Miracast nennt die sich oft, worüber man drahtlos per Funk dann eben auch das Bildschirm bzw. die Bildschirmanzeige von dem eigenen Gerät drahtlos übertragen kann. Das sind so die beiden Möglichkeiten, also wahlweise sich mit Kabel verbinden oder drahtlos mit einem Adapter oder weil es schon das Gerät, das Smartboard anbietet. Und beides hat Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Also wie schon gesagt, per Kabel, das ist eine sichere Verbindung insofern, als dass die Verbindung stabil ist. Bei einer Funkverbindung, die kann immer abbrechen. Da kommt es drauf an, wie die Wände gestaltet sind. Und wenn man sich im Klassenzimmer bewegt und irgendwas ist dazwischen, dann kann so eine Verbindung abbrechen. Man merkt das oft, wenn man versucht, Videos zu übertragen. Dann zum Beispiel ist so eine Drahtlosverbindung manchmal überfordert und es ruckelt oder kommt eben zu Verzögerungen bei Bild und Ton. Das ist unschön. Meine Antwort wäre also, es kommt drauf an, was Sie machen wollen. Wenn es darum geht, statische Inhalte zu präsentieren im Klassenzimmer, dann kann es total sinnvoll sein, das drahtlos zu machen, weil Sie den Vorteil haben, dass Sie sich mit Ihrem Gerät, ich habe hier zum Beispiel auch ein Tablet-PC bei mir stehen, jetzt auch für Notizen während des Webinars, damit können Sie sich frei im Klassenzimmer bewegen, können hinter die Schüler gehen, vor die Schüler gehen, haben Ihre Notizen parat und das Bild, das Sie eben dort zur Verfügung haben, kann auch auf dem Smartboard gleichzeitig zu sehen sein.
Wenn Sie vorhaben, Filme zu zeigen, Erklärvideos oder irgendwas in dieser Art, wenn es um bewegte Inhalte geht, dann würde ich Ihnen empfehlen, auf jeden Fall sich per Kabel zu verbinden. Und wenn Sie vielleicht in unterschiedlichen Schulen oder Bildungseinrichtungen unterwegs sind oder irgendwo auch mal Vorträge halten, dann kann es auf jeden Fall nicht schaden, auch einen entsprechenden Adapter mit in der Tasche zu haben, der eben verschiedene dieser Anschlüsse abdeckt. Das wäre so meine Empfehlung. Aber das sind eigentlich so die besten Möglichkeiten, um die Hardware anzuschließen. Ich hoffe, das war soweit verständlich. Wie schließt man sie denn jetzt an diese Hardware? Sie sehen hier einen Screenshot von Windows 10. Ich springe mal aus meiner Präsentation heraus. Das ist die PowerPoint-Präsentation, die ich für dieses Webinar vorbereitet habe. Und hier unten rechts kennen Sie den Infobereich vielleicht, in dem man ja verschiedene Optionen hat, unter anderem die Möglichkeit, sich zu verbinden. Das ist notwendig, eben wenn man sich drahtlos verbinden möchte. Dann werden hier verschiedene Drahtlos-Verbindungen gesucht und hoffentlich auch gefunden. Hier zum Beispiel der Wireless Display Adapter. Wenn ich darauf klicken würde, würden sich beide Geräte miteinander verbinden. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich springe mal zurück in meine Präsentation und dann zeige ich Ihnen die am besten. Also Sie wählen den Adapter aus und dann haben Sie diese Option, egal ob Sie per Kabel oder drahtlos miteinander angeschlossen sind. Das funktioniert über die Funktion Projizieren, die Sie auch unten im Infobereich finden. Also Projizieren heißt die Funktion, die vier verschiedene Optionen anbietet. Ich erkläre es nochmal langsam. Wenn Sie Ihr Gerät anschließen an einen Beamer, ein Smartboard oder einen Fernseher, dann stehen Ihnen vier mögliche Optionen zur Verfügung, um das, was Sie auf Ihrem eigenen Gerät haben, zu übertragen. Die erste Funktion heißt nur PC-Bildschirm. Ziemlich selbsterklärend. Dann sehen Sie nur das, was Sie auf Ihrem Gerät quasi auf dem Bildschirm zur Verfügung haben und das große Display, das Smartboard oder der andere Bildschirm bleibt schwarz. Dann gibt es als zweite Option Duplizieren, auch selbsterklärend. Das heißt, auf beiden Bildschirmen sehe ich zu dem Zeitpunkt dasselbe. Das, was ich auf meinem Bildschirm zur Verfügung habe, können parallel auch die Schüler sehen. Das ist praktisch, wenn ich zum Beispiel mit dem Rücken zum Smartboard stehe und auf dem Laptop oder PC irgendwas eingebe und das trotzdem zeitgleich da auch zu sehen sein soll. Das ist, glaube ich, die meist genutzte Funktion, würde ich sagen, duplizieren, also auf beiden Geräten dasselbe zur Verfügung zu haben. Spannend finde ich die dritte Funktion, Erweitern, die ich manchmal nutze. Erweitern heißt quasi, dass die Anzeige Ihres Windows-Geräts sich über beide Bildschirme streckt. Also dass Sie quasi zwei Desktops zur Verfügung haben. Bei sich selbst auf dem Gerät können Sie mit dem Mauspfeil quasi wandern über den Bildschirm und dann auf den Smartboard-Bildschirm hinaus etwas ablegen. Sie können also unterschiedliche Inhalte, ich hoffe, das ist halbwegs verständlich, unterschiedliche Inhalte auf Ihrem eigenen Gerät und dem Smartboard zur Verfügung haben. Ich erkläre es nochmal praktischer. Sie können zum Beispiel auf dem großen Display für die gesamte Schulklasse etwas projizieren, etwas anzeigen, eine Präsentation, ein Tafelbild, ein Video, irgendwas in der Art. Und auf Ihrem eigenen Bildschirm können Sie Notizen dazu stehen haben oder die Lösungen zu den Aufgaben, die da an der Tafel zu sehen sind. Sie können theoretisch auch parallel im Internet surfen oder heimlich Fußball gucken auf Ihrem kleinen Gerät, während die Schüler sich was anderes anschauen. Es kommt dann immer auf die Geräteleistung an. Es kommt darauf an, wie diese Verbindung hoffentlich reibungslos funktioniert. Aber Erweitern sorgt dafür, dass quasi beide Bildschirme miteinander verbunden sind, aber eben unterschiedliche Inhalte anzeigen können. Und dann gibt es die Option nur zweiter Bildschirm. Auch klar, dann bleibt mein Gerät ausgeschaltet, beziehungsweise das Display bleibt dunkel. Und auf dem Smartboard, auf dem Bildschirm, den Sie zur Verfügung haben, ist dann der eigentliche Inhalt zu sehen. Das ist manchmal auch praktisch, wenn, je nachdem, welches Gerät Sie zur Verfügung haben, wenn ein Video flüssig laufen soll. Es kostet natürlich mehr Rechenpower, wenn dieses Video auf beiden Geräten angezeigt werden soll. Deshalb kann es manchmal sinnvoll sein, nur den zweiten Bildschirm einzuschalten. Das sind die vier Funktionen, die Sie haben, über die Option Projizieren oder das als kleiner Trick, wenn Sie die Tastenkombination Windows P drücken an Ihrem Windows PC. Also mit Win P, der Windows-Taste und dem Buchstaben P, können Sie wechseln zwischen diesen vier Optionen. Jedes Mal, wenn Sie Win P drücken, dann wird durchgewechselt durch diese vier Optionen und so können Sie durch die unterschiedlichen Einstellungen springen. Die müssen Sie sich merken, dann sind Sie fürs Präsentieren eigentlich gut gerüstet. Soweit dazu. Jetzt kümmern wir uns um die Apps und Programme, die sich zum Präsentieren eignen. Ich gehe also jetzt davon aus, unser eigenes Gerät und
Beamer, Smartboard oder Fernseher sind im Klassenzimmer miteinander verbunden. Und jetzt geht es darum, Apps auszuprobieren, die sich zum Beispiel für Tafelbilder eignen oder mit denen Sie Präsentationen anzeigen können. Zuerst, ich springe wieder aus meiner Präsentation hier heraus, schauen wir uns die App Whiteboard an. Whiteboard ist eine kostenlose App. Ich habe sie hier installiert. Sie finden die kostenlos zum Beispiel auch im Microsoft Store, wo man sich die herunterladen kann. Whiteboard heißt die App, ganz unten unter W hoch. Pardon, Microsoft Whiteboard heißt sie. Deshalb habe ich sie nicht auf Anhieb gefunden. Microsoft Whiteboard heißt sie. Ich starte sie und Tabula rasa. Sie öffnet sich mit einem weißen Papier, weil ich jetzt noch nichts eingetragen habe beziehungsweise das entsprechend vorbereitet habe. Die Whiteboard-App enthält also alle Funktionen, die Sie brauchen, um Ihr Gerät als natürlich Whiteboard zu nutzen. Jetzt haben einige von Ihnen ja, denke ich, schon Whiteboards eben im Klassenzimmer zur Verfügung, hoffentlich, oder Smartboards, die eben solche Whiteboard-Funktionen bieten, mit denen man also zeichnen kann. Warum sollte ich denn dann noch quasi die eigene Whiteboard-App auf dem eigenen Gerät nutzen? Meiner Ansicht nach ist es so, dass die integrierten Whiteboard-Funktionen auf Ihren Smartboards zwar Grundfunktionen anbieten, aber darüber hinaus halt wenig. Was ich hier in der App auf meinem eigenen Computer zeichne, das wiederum bleibt sofort hier in der App gespeichert. Je nach Rechenpower meines Tablets oder Laptops läuft das Ganze auch flüssiger. Das heißt, Sie sind nicht beschränkt auf die Funktionen, die dieses externe Gerät hat, die im Notfall sicher auch praktisch sind. Aber wenn Sie die interne Whiteboard-App auf Ihrem eigenen Gerät nutzen und den Bildschirm projizieren, dann haben Sie das, was Sie zeichnen, danach auch innerhalb Ihrer App zur Verfügung. Per Cloud, man meldet sich hier in der Whiteboard-App an. Sie sehen das hier an dem Symbol. Ich habe hier mein Dummy-Konto mit Maxi Mustermann, sind dadurch mit der Cloud verbunden und alles, was Sie zeichnen in der App, wird dann eben aufbewahrt. Hier sind die Zeichenfunktionen, selbsterklärend, kennen Sie vielleicht von anderen Whiteboards auch. Ich habe verschiedene Stifte zur Verfügung, kann die Einstellung der Stifte auch verändern, verschiedene Farben, verschiedene Stiftdicken auswählen und dann hier, egal zu welchem Unterrichtsinhalt, irgendwas hinzeichnen. Ne? Hier, Satz des Pythagoras, habe ich mir hoffentlich richtig gemerkt, ist ein Beispiel. Ich kann drumherum Sachen zeichnen und hier mit den verschiedenen Stiften, sehr beliebt auch der Regenbogenstift, dann Inhalte markieren, anschreiben, zeichnen, Tafelbilder erstellen, quasi so, wie Sie sonst das auch machen könnten. Je nach Smartboard habe ich auch die Möglichkeit, entweder auf meinem eigenen Gerät zu zeichnen oder, wenn das Gerät im Klassenzimmer die Funktion anbietet, auch auf dem Gerät selbst. Da wird dann quasi jede Bewegung, jede Berührung auch erkannt und Sie haben dann das fertige Tafelbild trotzdem auf Ihrem Gerät zur Verfügung. Das ist die Whiteboard-App, die noch viel mehr kann. Sie können genauso Text einfügen, hier zum Beispiel auch so Notizzettel, kleine Post-its, wenn Sie hier, Hausaufgabe auf Seite 32 eintragen möchten oder irgendwas anderes, was sich die Schüler merken wollen, können das Ganze auch mit Fingern drehen, können das größer, kleiner ziehen. Ich greife mal hier über meinen Schreibtisch herüber, also auch das sind Möglichkeiten, die Sie in der Whiteboard-App haben. Sie können Fotos einfügen direkt, zum Beispiel aus dem Internet. Wenn es hier zum Beispiel geht um den guten Pythagoras, wie sieht er eigentlich aus? Ich hoffe mal, dass er das ist. Das sollte man natürlich dann nochmal als Quelle genauer checken. Dann habe ich hier theoretisch die Möglichkeit, dann Bilder auszuwählen und direkt einzufügen. Ja, wird er hoffentlich sein. Darüber hinaus gibt es hier noch Möglichkeiten, Vorlagen, Aufkleber, PDF-Dateien, Word-Dokumente etc. einzufügen und so dann eben ein Whiteboard zu erstellen. Und diese Zeichnung, das, was Sie als Tafelbild zusammenstellen, ist nicht begrenzt hier auf die App, sondern Sie bekommen das auch aus der App wieder raus. Hier im Menü rechts oben kann ich es Ihnen kurz zeigen. Sie können alles exportieren, also eine Grafikdatei draus machen, die Sie dann wiederum auch woanders weiterverwenden können. Oder an OneNote senden. OneNote, das digitale Notizbuch, lernen wir gleich auch nochmal kurz kennen. Oder das Ganze als E-Mail-Zusammenfassung senden oder in der Kommunikationsplattform Teams posten. Das sind die Möglichkeiten, die Sie haben. Mit ein paar Zusatzfunktionen, Freihand in Form beispielsweise, finde ich immer ganz spannend, gibt Ihnen die Möglichkeit, gibt Ihnen die Möglichkeit, beim Zeichnen dafür zu sorgen, dass bestimmte Formen zum Beispiel automatisch erkannt werden. So wird dann aus einem gestrichelten Kreis ein gerader Kreis, ein Rechteck, ein Dreieck etc. Das sind kleine Zusatzfunktionen. Es steht ein Lineal zur Verfügung. Das ist vielleicht vor allem für den Mathematikunterricht spannend, wenn Sie Parallelen zeichnen wollen oder was auch immer. Also das quasi klassische Whiteboard-Funktionen, die Sie kennen von anderen Geräten, die Sie hier in dieser App zur Verfügung haben. Und, was ich auch wichtig finde,
Sie können nicht nur auf einem Whiteboard zeichnen, sondern haben mehrere Whiteboards zur Verfügung, können hier in der Cloud unendlich viele verschiedene Whiteboards anlegen zu unterschiedlichen Themen, die auch zu Hause schon vorbereiten. Auch das geht nicht, wenn Sie nur auf die Whiteboard-Funktion im Klassenzimmer angewiesen sind, sondern können theoretisch Tafelbilder hier von zu Hause aus vorbereiten oder im Lehrerzimmer und die dann entsprechend im Unterricht dann zeigen, wenn es soweit ist. Werden dann abgerufen und stehen dann zur Verfügung. Das ist also die Whiteboard-App als ein Beispiel für eine App, die Sie gut nutzen können, um im Unterricht Inhalte zu präsentieren und live zu erstellen. Übrigens auch gemeinsam mit Ihren Schülern, wenn Sie möchten. Sie können hier verschiedene andere Personen einladen zu Ihrem Whiteboard und dann diese Person ebenfalls zeitgleich darauf zeichnen lassen. Viele Apps in Microsoft 365 bzw. im Office-Paket leben ja von dieser Zusammenarbeit. Eine zweite App habe ich gerade schon angesprochen. Das ist, bring mal hier hin, OneNote. Sie wissen, denke ich mal, mittlerweile, dass OneNote ebenfalls ein Programm im Office-Paket von Microsoft ist, in dem es darum geht, digitale Notizbücher zu erstellen. Wir haben auch schon in der Vergangenheit mehrere Webinare zu OneNote angeboten, weil das ein Programm ist, das sich im Bildungsbereich stark durchsetzt. OneNote ist dazu da, um Unterrichtsmaterial zu verwalten, zu organisieren und immer wieder zu finden. Sie können das, wenn Sie Ihr Unterrichtsmaterial in OneNote erstellen, das dann auch direkt natürlich präsentieren. Warum soll ich das erst in ein anderes Programm übertragen? Das heißt, wenn Sie Inhalte in OneNote haben, so wie hier, blenden wir nochmal das Menü ein, dann sieht man das besser. Wenn Sie Inhalte in OneNote haben, warum sollen Sie die dann nicht sofort auch quasi aus OneNote heraus präsentieren? Das ist möglich natürlich, wenn Sie Ihre beiden Geräte miteinander verbinden. Und dann gibt es aber noch ein paar Funktionen, die das Ganze einfacher machen. Ich habe hier zum Beispiel ein Tafelbild vorbereitet, sehe aber nur die Hälfte von dem Tafelbild. Einfacher Handgriff in vielen quasi Office-Apps ist es, dieses Menü oben auszublenden durch einen Doppelklick auf die Funktion. Und unter Ansicht gibt es auch die Möglichkeit, hier das Ganze zu verkleinern, sodass hoffentlich rüberkommt, worum es hier eigentlich in diesem Tafelbild geht. Mir ist aber immer noch viel zu viel Kladderadatsch hier drumherum, viel zu viel Raum, den die Menüs und die ganzen Leisten in Anspruch nehmen. Sie können stattdessen sich dafür entscheiden, eine Ganzseitenansicht zu aktivieren. Hier oben gibt es einen kleinen Pfeil. Mit diesem Pfeil können Sie quasi die Ganzseitenansicht aktivieren und haben dann die komplette Fläche hier zur Verfügung als Tafel, können darauf Ihre Inhalte ablegen. Also das sind die Möglichkeiten, die Sie haben, um zum Beispiel innerhalb von OneNote Ihre Inhalte einfach zu präsentieren und nicht erst in einer anderen App dann nochmal einzutragen. OneNote bietet eben auch Zeichenfunktionen, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, kennen hier die Stifte, mit denen ich dann ebenfalls Markierungen in unterschiedlichen Stiftstärken hinterlassen kann. Also das sind die Möglichkeiten, die Sie haben, um in OneNote zu präsentieren. Und wenn Sie das vorhaben, würde ich Ihnen noch einen weiteren Tipp geben. Ich springe nochmal hier aus der Ganzseitenansicht heraus. Wenn Sie vorhaben, mit OneNote zu präsentieren, dann ist es manchmal sinnvoll, eigentlich die Inhalte schon direkt hintereinander zu setzen. Sie sehen das hier rechts auf der Seite auf verschiedene Seiten, die Sie dann nacheinander abrufen können, damit Sie die sofort griffbereit haben und nicht erst hin und her springen müssen von Notizbuch zu Notizbuch. Es gibt auch Tastaturkombinationen dafür, die sind ablesbar in den Menüs. Also das wären die Möglichkeiten, die Sie nutzen können, wenn Sie eh mit OneNote arbeiten, wenn Sie Ihr Unterrichtsmaterial eh in OneNote, in den digitalen Notizbüchern erstellen und ablegen, von dort aus dann zu präsentieren und so Ihren Schülern das zu zeigen, was Sie vorbereitet haben für den Unterricht. Und wenn wir über Präsentieren sprechen, darf eine dritte App nicht fehlen, ein drittes Office-Programm, nämlich PowerPoint. Das ist PowerPoint. Hier ist jetzt meine Präsentation. Ich öffne mal eine weitere PowerPoint-Präsentation, die ich vorbereitet habe, eigens für diesen Zweck. Das wäre diese hier. Präsentation offensichtlich für den Biologieunterricht. Für die, die PowerPoint nicht kennen oder noch nicht genutzt haben, das ist der Klassiker. Das ist die Software, die die meisten Menschen nutzen, wenn es darum geht, Inhalte zu präsentieren. Nicht nur im Business-Bereich, nicht nur bei Marketing-Managern, die Bilanzen und Zahlen präsentieren, sondern natürlich auch für Schule und Unterricht sehr gut geeignet. PowerPoint funktioniert so in Kürze, dass Sie Inhalte auf verschiedenen Folien nacheinander ablegen, quasi einzelne Tafelbilder zusammenstellen mit Schrift, mit Grafiken und diese dann anordnen können. Was vielen passiert ist, wenn Sie nacheinander verschiedene Elemente anordnen, dass die hier in der falschen Reihenfolge sind. Die Pfeile sollen eigentlich ganz oben liegen. Das ist ganz einfach, man kann die Pfeile anklicken und sagen, ich möchte die in den Vordergrund setzen. Dann macht auch in der Regel diese Grafik mehr Sinn. Ich setze die in den Vordergrund, den dritten Pfeil auch noch.
Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit, hier eine Anordnung der einzelnen Elemente auf der Folie hinzupacken. Und dann gibt es die Möglichkeit, diese Elemente nacheinander einzublenden. Auch ganz typisch für eine Präsentation, wenn ich nicht Ihre Schüler quasi überfalle mit einem vollen Tafelbild, sondern diese Elemente nacheinander reinkommen. Die Funktionen für die Animation finden Sie hier. Und wenn ich dann sage, ich möchte diesen Pfeil einblenden, erscheinen lassen, über die Animation hier unter den Animationsstilen kann ich das auswählen. Dann erscheint hier eine kleine 1. Mache hier mal die 2 an diesen Pfeil und eine dritte Animation hierhin. Und wenn ich diese Präsentation jetzt starte, ich mache das mal, ich hoffe, Sie können das alles gut sehen, dann sind die Pfeile jetzt noch nicht eingeblendet. Aber wenn ich weiterklicke in der Präsentation, werden nacheinander diese Elemente eingeblendet. Was ganz praktisch ist, bei einem Overhead-Projektor, wie wir ihn eingangs gesehen haben, da hat man früher ja dann einzelne Teile einer gezeichneten Folie abgedeckt mit Papier oder auf eine andere Art und Weise irgendwas dazugelegt. Hier können Sie eben diese Elemente nacheinander einblenden, ganz praktisch. Dazu kommt, dass Sie in PowerPoint eigene Notizen für eine Präsentation hinterlegen können. Die habe ich hier unten. Habe ich was eingetragen zu einer Folie? Wenn ich während einer Präsentation mir etwas merken möchte oder auf was Bestimmtes hinweisen möchte, dann kann ich mir eine Notiz machen. Und wenn ich dann die Präsentation starte, im Präsentationsmodus, dann kann ich mir diese Notizen anzeigen lassen. Ich mache das mal. Ich starte die Präsentation, öffne aber die sogenannte Referentenansicht hier im Menü. So sieht die Referentenansicht aus. Eine besondere Ansicht, die mich unterstützt, wenn ich im Klassenzimmer etwas präsentiere. Wenn ich angeschlossen bin mit meinem Gerät an ein externes Gerät, an einen anderen Bildschirm, an ein Whiteboard, an ein Smartboard, an einen Fernseher, an einen Beamer, dann wird diese Ansicht nur mir auf meinem Gerät angezeigt, während die Schüler aber ausschließlich die Präsentation auf dem großen Bildschirm sehen. Das ist der Sinn dieser Referentenansicht. Das sollte automatisch passieren. Probieren Sie es aber am besten, bevor Sie erstmal nicht präsentieren im Klassenzimmer, einfach mal aus. Und diese Referentenansicht hat mehrere Vorteile. Ich habe also hier meinen eigentlichen Bildschirm. Das ist das hier in Größe, was die Schüler aktuell sehen. Und hier habe ich schon auf der rechten Seite eine Vorschau dessen, was in der nächsten Folie oder beim nächsten Schritt passiert. Wenn ich weiterklicke, dann sehe ich jeweils schon, was die nächste Folie beinhaltet. Das hilft mir bei der Präsentation, während ich spreche, schon zu wissen, was gleich als nächstes kommt. Hier rechts unten werden eben meine Notizen angezeigt, die ich eingetragen habe im Notizenfeld. Das ist natürlich praktisch. Und ich habe hier noch weitere Funktionen, die ich nutzen kann, zum Beispiel auch ein Laserpointer. Wenn ich auf bestimmte Hinweise bzw. bestimmte Elemente auf der Folie hinweisen möchte, dann kann ich einen Laserpointer nutzen oder mit einem Stift einzelne Sachen markieren und hinterlassen. Wie auch immer. Und absolutes spannendes Feature, wie ich finde, sind die automatischen Untertitel. Die will ich Ihnen gerne zuletzt noch zeigen hier in PowerPoint, weil ich glaube, dass die auch noch nicht alle kennen. Sie können Untertitel einblenden lassen. Ich klicke mal hier drauf, beziehungsweise beende erst die Referentenansicht. Sie sehen jetzt wieder das, was die Schüler sehen. Jetzt klicke ich nochmal hier unten hin, beziehungsweise hier drauf und starte die automatischen Untertitel. Und Sie sehen schon, was unten am Bildschirmrand passiert. PowerPoint als Teil von Office 365 bietet die Möglichkeit, Untertitel live einzublenden. Während ich spreche, erscheint das, was ich sage, unten am Bildschirm. Erstaunlich gut, wie ich finde. Da werden sogar nachträglich Kommata ersetzt, Groß- und Kleinschreibung beachtet. Ja, klappt ziemlich gut. Also das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, zum Beispiel, wenn wir über den Bereich Inklusion sprechen, der auch ja in vielen Schulen mittlerweile Standard ist und hoffentlich auch immer mehr Standard wird. Wenn es darum geht, alle Schüler in den Unterricht mit einzubeziehen, wenn es darum geht, dass wirklich alle Schüler und Schülerinnen teilhaben können, auch die, die eben zum Beispiel mit dem Hörvermögen Probleme haben, dann ist das eine Möglichkeit, automatisch Untertitel einzublenden und zu unterstützen. Diese Untertitel können übrigens auch automatisch in anderen Sprachen eingeblendet werden. Ich werde es gleich aus. Ich glaube, das lenkt ab. Aber ich glaube, andererseits ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie das funktioniert. Sie können die Untertitel auch automatisch übersetzen lassen, sodass dann zum Beispiel auch ja, Schüler mit einer anderen Muttersprache dem Unterricht gut folgen können. Genau, das war der Satz. Ich schalte jetzt mal aus. Ich glaube, das Prinzip ist Ihnen klar. Also, das sind die Möglichkeiten, die Sie haben, wenn Sie mit PowerPoint präsentieren und so auf verschiedenen Folien eben das vorbereiten, was Sie im Unterricht gestalten wollen, beziehungsweise dann während des Unterrichts natürlich nachträglich auch noch
Dinge aufzeichnen, so wie Sie das sonst auf einer Tafel tun würden. Das ist ein kleiner Rundumschlag rund um verschiedene Apps, um die es geht. Und bevor wir uns um den Online-Unterricht kümmern, liebe Marion, haben wir eine Umfrage vorbereitet. Und ich schlage vor, dass wir die jetzt einmal starten, weil mich eine Sache auch noch brennend interessiert. Vielleicht sollte ich mich auch noch unmuten, damit man mich auch hört. Das ist aber ganz praktisch bei so einem Webinar. Ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen währenddessen. Nee, um Gottes Willen, auch ich lerne jedes Mal wieder was bei deinen Webinaren. Ich bin auch tatsächlich sehr, sehr erstaunt, wie gut die Funktion mit dem Untertitel funktioniert. Ja. Es war halt jetzt das Paradebeispiel mit dem Satz, dass die Groß- und Kleinschreibung funktioniert, hat die Groß- und Kleinschreibung halt nicht funktioniert. Aber das war dann wohl der berühmt-berüchtigte Vorführeffekt. Ja, und es braucht auch immer eine Zeit. Sie haben das ja vielleicht gesehen, während ich gesprochen habe, wird das Ganze eingetragen. Und dann, wenn der Satz vollständig ist, und ich habe jetzt sehr schnell natürlich gesprochen, wenn der Satz vollständig ist, dann werden bestimmte Elemente auch nochmal nachträglich korrigiert. Genau. Ja, wie du schon angesprochen hast, Stefan, wir haben für Sie jetzt nochmal eine Umfrage vorbereitet. Und zwar die zweite heute. Wir würden gerne von Ihnen wissen, ich blende die jetzt gerade mal ein. Genau, so, Sie sollten die Umfrage jetzt sehen. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, ob Sie in den letzten Monaten Online-Unterricht angeboten haben. Sie haben die Möglichkeit zwischen ja und zwar regelmäßig, ja aber selten oder nein. Also wir sind uns durchaus bewusst, dass natürlich die aktuelle Situation dazu beigetragen hat, dass vermehrt Online-Unterricht angeboten wird. Aber auch der Stefan hat die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Lehrer online unterrichtet haben, beziehungsweise dass es vielen Lehrern auch freigestellt war, ob sie online unterrichten möchten oder nicht. Und auch, dass die Voraussetzungen auch unterschiedlich sind natürlich. Jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo viele Schulen sich auf den Weg gemacht haben im vergangenen halben Jahr und viel installiert haben und viel eingerichtet haben, aber eben nicht alle haben die Möglichkeit. Genau, und das zeichnet sich tatsächlich auch in den Umfrageergebnissen ab. Ich würde jetzt noch kurz warten und den letzten Teilnehmern noch die Möglichkeit geben, abzustimmen. Aber das Ergebnis ist schon recht eindeutig. So, ich würde die Umfrage jetzt schließen. Spann mich nicht auf die Folter. Ich möchte es gerne wissen. Genau, der Spannungsbogen wird größer. Das Ergebnis lautet wie folgt. 34% unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben regelmäßig Online-Unterricht angeboten. Toll. Der größte Teil mit 42% hat Online-Unterricht angeboten, allerdings selten. Und 24% haben tatsächlich keinen Online-Unterricht angeboten. Ja, also wirklich ein sehr, sehr diffuses Bild. Also alle Varianten relativ gleich verteilt. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Genau, dann wünsche ich Ihnen jetzt noch viel Spaß mit dem Thema Online-Unterricht und ich schalte mich dann danach wieder dazu. Da sollten wir uns definitiv dann nochmal drum kümmern, um das Thema Online-Unterricht. Ich springe nochmal hier in meine Präsentation. Ich hoffe, mein Bildschirm ist gerade auch gut zu sehen. Weiterhin, Online-Unterricht ist ja eine Möglichkeit, die man nutzen kann, nicht nur in Corona-Zeiten. Da kommt es dann auch wirklich drauf an, was für eine Schulform, was für eine Bildungseinrichtung man gerade betreut. Ich möchte Ihnen auf jeden Fall jetzt die Möglichkeiten nochmal zeigen. Das, was wir gerade machen, ein Webinar ist ja auch eine Art Online-Unterricht und Teams ist da quasi eine Möglichkeit, um ja quasi Online-Unterricht einfach umzusetzen. Das machen wir jetzt noch in Kürze. Die von Ihnen mit Teams schon arbeiten, die kennen vielleicht diesen Bildschirm, nicht mit Piktogramm, sondern mit echten Menschen. Es geht darum, im Online-Unterricht eben sich mit den Schülern und Schülerinnen zu vernetzen und da dann eben verschiedene Inhalte zu zeigen. Und das können eben zum Beispiel auch, wie gerade gezeigt, PowerPoint-Präsentationen zum Beispiel sein oder ein integriertes Whiteboard. Ich zeige Ihnen das noch kurz. Also Teams als Kommunikationsplattform, ich öffne es mal hier auf meinem Computer, ich glaube, es ist dann einfacher nachzuvollziehen, ist eben diese Kommunikationsplattform, an der sich eben unterschiedliche Menschen innerhalb ihrer Schule beteiligen können. Ich kann kommunizieren in verschiedenen Kanälen, ihre Schüler, ihre unterschiedlichen Lehrkräfte sind dann hoffentlich eingetragen in diesem System. Marion hat ja gerade schon angesprochen, dass auch Kotec zum Beispiel anbietet, bei der Einrichtung von Teams zu unterstützen. Und hier habe ich dann die Möglichkeit, dann entsprechende Besprechungen zu starten. Ich mache das mal kurz. So sieht eine Besprechung aus. Ich kann jetzt natürlich nicht mein aktuelles Mikrofon nutzen, denn sonst würde das Webinar hier abbrechen. Deshalb schalte ich das mal aus. Mir geht es ja nur darum, dass Sie dieses Prinzip des Präsentierens in Teams kennenlernen. Also Teams verbindet jetzt
hoffentlich in den nächsten Sekunden genau zu einer Online-Besprechung. Maxi Mustermann ist hier der Lehrer, den ich eingetragen habe als Demo quasi. Bibi Beispiel hier eine der Schülerinnen, die ich dazu schalten könnte, beziehungsweise die sich selbst dann hoffentlich einwählt. Und in diesem Teams-Bildschirm habe ich hier die Möglichkeit, Inhalte freizugeben. Inhalte freizugeben heißt, wenn ich drauf klicke, ich kann hier zum Beispiel meinen aktuellen Desktop zeigen, ein Fenster auf dem Bildschirm zeigen oder eben eine PowerPoint-Präsentation oder das vorhin kennengelernte Whiteboard als App. Ein bisschen eingeschränkt mit weniger Funktionen. Ich kann entscheiden, ob ich gemeinsam mit anderen draufschreiben möchte oder nur mit wenigen Leuten. Ich präsentiere das Ganze und kann dann hier eben live, wollen wir noch mal einen Satz des Pythagoras machen, a Quadrat plus b Quadrat plus c Quadrat gleich c Quadrat hier eintragen und so dann eben während der Präsentation dafür sorgen, dass alle Schüler eben gleichzeitig das sehen, was ich mache. Hier unten wäre dann mein Webcam-Bild eingeblendet, wenn ich das jetzt nicht gerade schon fürs Webinar nutzen würde. Und so können Sie dann eben auch Online-Unterricht umsetzen in Teams. Es gibt die Möglichkeit, dass Ihre Schüler sich melden können, hier über die Funktion Handheben. Das ist dann so wie das klassische Melden im Unterricht. Und so wäre das dann eben eine Option, Unterricht dann online umzusetzen. Mit den Elementen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Mit zum Beispiel OneNote, das Sie als Desktop-App teilen können, mit der Whiteboard-App, wie hier gerade gezeigt, oder zum Beispiel auch mit PowerPoint-Präsentationen. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, ich springe hier nochmal raus, zuletzt noch, habe ich noch kleine Tipps, die ich Ihnen noch mit auf den Weg geben wollen würde. Und zwar, wenn Sie präsentieren, haben Sie vielleicht Ihren eigenen Rechner mit dabei und haben hier zum Beispiel eine geheime Datei auf dem Bildschirm, die aber kein Schüler sehen soll. Insofern lohnt es sich dann auf jeden Fall zu sagen, man blendet alle möglichen Desktop-Elemente aus. Auch wenn das ist der eigentliche Zweck, wenn der Desktop ganz unaufgeräumt ist, dann können Sie hier mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm klicken und alle Desktop-Symbole ausblenden. Und schon sind bestimmte private Dateien nicht zu sehen. Genauso gibt es im Startmenü ja hier verschiedene Kacheln der Apps. Hier zum Beispiel von der Fotos-App, die zeigt ein Bild von mir. In dem Fall kein kompromittierendes Bild, aber wenn da private Fotos angezeigt werden, ist das vielleicht nicht immer so vorteilhaft. Schalten Sie deshalb solche Sachen aus. Rechte Maustaste da drauf und unter Mehr können Sie die Live-Kachel deaktivieren und schon sind hier keine privaten Bilder zu sehen. Also auch das nochmal relevant. Und als dritter und letzter Tipp zum Präsentieren. Ich mache es so, dass ich mir auf meinem Computer mehrere Benutzerkonten anlege. Das heißt, dass ich nicht nur mit meinen privaten Elementen hier quasi zu sehen bin, sondern eigens für Präsentationen, so wie hier jetzt auch für dieses Webinar, ein eigenes Benutzerkonto anlege und das nutze, damit ich sorgenfrei präsentieren kann und eben keine anderen Inhalte sicher sind und damit ich auch nicht, beziehungsweise sichtbar sind und damit ich nicht durcheinander komme beim Präsentieren, damit das eine und das andere ist. Das jetzt wirklich ein riesen Rundumschlag, wenn es ums Präsentieren geht mit den verschiedenen Apps in Windows 10 und Microsoft 365 beziehungsweise dem Office-Paket. Das wäre es erstmal von mir. Wenn Sie noch Fragen haben, versprochen, wir sind am Ende dieses Webinars ja noch weiter da. Wir haben gesprochen über verschiedene Apps zum Präsentieren. Ich habe Ihnen Tipps gezeigt, wie Sie damit präsentieren können. Wir haben über Hardware gesprochen und eine ziemlich coole Hardware lernen wir jetzt noch im quasi nächsten Teil des Webinars kennen. Und darum soll es jetzt gehen, nicht wahr? Super, danke schön, Stefan. Du hast recht. Jetzt geht es weiter mit einem Hardware-Thema. Ich möchte, bevor ich jetzt an den Christopher übergebe, noch einmal kurz ergänzend sagen, dass zu den einzelnen Themen sowohl Teams als auch OneNote, ich sehe ja die Fragen, die reinkommen, die gehen sehr, sehr ins Detail. Wir haben zu beiden Themen jeweils einzelne Webinare aufgezeichnet. Es gibt übrigens auch ein Webinar zum Thema Erklärvideos selbst erstellen mit PowerPoint. Ist eine absolute Empfehlung von mir. Das Webinar hat auch der Stefan gehalten und da sind wirklich richtig tolle Tipps drin, wie Sie mit relativ wenig Mitteln und wie Sie relativ einfach mit PowerPoint Erklärvideos selbst erstellen können. Ist ja auch, grenzt oder dockt so ein bisschen an das Thema Präsentieren im Unterricht. Ist halt eine andere Form zu präsentieren, aber mit Sicherheit nicht weniger spannend. Genau, und dann würde ich jetzt auch direkt an den Christopher übergeben. Lieber Christopher, schalte dich bitte zu uns dazu. Guten Tag. Wunderbar, man kann dich sehen, man kann dich hören. Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Okay, guten Tag, mein Name ist Christopher Schiermann. Ich bin Mitarbeiter der Firma Elmo und ich möchte Ihnen heute etwas über Dokumentenkameras erzählen. So, ich habe ja für Sie eine kleine PowerPoint vorbereitet.
So, können Sie das alles gut sehen? Sieht man das? Ja. Sieht man alles, ja. Das sieht super aus. Perfekt. So, also die Firma Elmo, ganz kurz, ist eine japanische Firma und die Firma Elmo hat sich auf Dokumentenkameras spezialisiert. So, die Agenda für meinen kurzen 10-Minuten-Vortrag heute. Also zuerst hatten wir die Vorstellung. Dann möchte ich kurz darauf eingehen, was denn eine Dokumentenkamera überhaupt ist, weil es gibt ja bestimmt auch einige Leute, die damit noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Und danach möchte ich Ihnen die Elmo MR1 vorstellen. Die Elmo MR1 ist eine Kamera, die ich heute mitgebracht habe. Im letzten Punkt zeige ich Ihnen dann, wie man so eine Elmo-Kamera einsetzen kann. Okay, was sind denn Dokumentenkameras überhaupt? Einige von Ihnen kennen bestimmt noch den klassischen Tageslichtprojektor, den Overhead-Projektor. Eine Dokumentenkamera ist quasi der moderne digitale Ersatz des Overhead-Projektors. Sie sehen hier, da ist eine Kamera mit einem flexiblen Kameraarm und innen drin befindet sich dann die Linse, die Kameralinse. Und wenn man da jetzt unten drunter ein Buch oder einen Gegenstand legt, kann das dann wiedergegeben werden mit Hilfe von einem VGA oder einem HDMI-Kabel, kann es dann auf einem Bildschirm, auf einem Beamer oder auf einem Laptop auch wiedergegeben werden. Sie sehen jetzt gerade zwei Dokumentenkameras, also auf der rechten Seite haben wir hier die Elmo L12W und auf der linken Seite haben wir die Elmo MR1, das ist die Kamera, die ich Ihnen heute vorstellen will. Welche Vorteile bringt denn so eine Dokumentenkamera überhaupt mit sich? Und ups, so. Jetzt, ja, welche Vorteile bringt so eine Kamera überhaupt mit sich? Und zwar zum einen sind Elmo-Dokumentenkameras oder generell Dokumentenkameras nachhaltig. Das bedeutet, Sie legen dann etwas unter die Kamera und können das so für alles sichtbar machen. Das heißt, Sie müssen sich nicht mehr darum kümmern, Kopien zu machen, besonders wenn Sie etwas in Farbe zeigen wollen. Dann eine Dokumentenkamera ist sehr flexibel bezüglich ihrer Anschlussmöglichkeiten. Das heißt, je nachdem, was Sie präferieren, können Sie dann auch einfach die Kamera dann an einen Beamer, an einen Laptop oder auch an einen Bildschirm anschließen. Mit der Dokumentenkamera kann man Gegenstände für alles sichtbar machen. Also jetzt beim klassischen Overhead-Projektor zum Beispiel, da konnten Sie mit Hilfe von Folien das Aufgeschriebene sichtbar machen. Bei einer Dokumentenkamera können Sie einfach auch 3D-Gegenstände drunter legen und somit dann für alle Leute sichtbar machen. Einige unserer Dokumentenkameras verfügen sogar über ein spezielles Modul für Mikroskope. Das heißt, wenn Sie dann dieses Mikroskopmodul obendrauf den Kamerakopf draufsetzen, können Sie auch mit diesem Modul dann das, was sonst nur eine Person durch das Mikroskop sehen kann, für alle Leute auch sichtbar machen. Dann haben wir noch die Option USB-Sticks und Speicherkarten. USB-Sticks und Speicherkarten. Mit USB-Sticks und SD-Speicherkarten haben Sie die Möglichkeit, dann die Daten zum einen auf die Kamera draufzuladen. Also das heißt, Sie haben jetzt vielleicht Bilder oder Videos, die Sie dann wiedergeben möchten. Zum anderen haben Sie aber auch die Möglichkeit, mithilfe der Kamera dann Screenshots sozusagen zu tätigen oder auch etwas aufzunehmen und somit dann auch, was uns zum nächsten Punkt bringt, den Unterricht vorzubereiten. So, jetzt würde ich Ihnen gerne mal zeigen, wie so eine Elmo-Dokumentenkamera aussieht. So. Können Sie das gut sehen? Sieht man, ja. So, perfekt. Also so sieht eine Dokumentenkamera aus. Das ist die Dokumentenkamera im zusammengeklappten Zustand. Die ist ungefähr 1 Kilogramm schwer. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das ausschaut. Also beginnen wir mal mit den Anschlüssen. Wir haben hier auf der Rückseite viele verschiedene Anschlüsse. Hier haben wir zum einen einen LAN-Anschluss, mit dem Sie dann die Kamera an das Netzwerk anschließen können und auch die Kamera zugleich mit Internet versorgen können. Hier haben wir einen USB-B-Anschluss. Ein USB-B-Anschluss ist dazu da, um dann auch das Bild von der Kamera zum Laptop zu übertragen. Nebendran ist nochmal ein USB-Anschluss und dieser USB-Anschluss ist dann dafür da, falls Sie jetzt dann eben Daten vom Datenträger abrufen wollen oder auch Daten auf dem Datenträger speichern wollen. Zugleich haben wir hier noch einen Audio-Out-Anschluss. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Video abspielen wollen auf der Kamera, können Sie hier einfach eine externe Box bzw. einen Lautsprecher anschließen und damit dann den Ton wiedergeben. Danach haben wir den RGB-Anschluss.
Ein RGB oder auch VGA-Anschluss genannt, ist der klassische, noch bekannte Anschluss von früher, mit dem man dann das Bild übertragen kann. Nebendran kommen wir zum HDMI-Anschluss bzw. HDMI-Ausgang. Der Unterschied jetzt hier zwischen einem VGA und einem HDMI-Anschluss ist, dass bei HDMI zugleich auch noch der Ton übertragen wird. Das heißt, Sie müssen dann keine externes Audiokabel verlegen. Neben dem HDMI-Ausgang haben wir dann auch noch einen HDMI-Eingang. Und ein HDMI-Eingang ist ganz praktisch bei der Kamera, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Kamera direkt mit einem Beamer verbunden haben. Aber Sie haben zugleich auch noch Ihren Laptop und Sie würden ganz gern mal dann noch von Ihrem Laptop das Bild direkt an den Beamer übertragen, so können Sie einfach den Laptop direkt mit der Kamera per HDMI verbinden, in den HDMI-Eingang reinstecken und die Kamera schleift dann das Bild automatisch zum Beamer durch. Neben dem HDMI-Eingang befindet sich jetzt noch hier die Strombuchse und die Kamera wird dann mit 5 Volt geladen, das ist mit einem 5 Volt Netzteil. Und wenn die Kamera völlig aufgeladen ist, weil sie verfügt über einen Akku innen drin, ist die Kamera bis zu 2,5 Stunden einsatzbereit, ohne sie dann an den Strom anschließen zu müssen. So sieht die Kamera von vorne aus. Wir haben hier zum einen Bildschirm. Das ist ein 5-Zoll-Display. Und dieses 5-Zoll-Display zeigt Ihnen dann das, was quasi auch dann auf dem Bildschirm oder Beamer wiedergegeben wird. Das ist ganz praktisch, weil Sie sich dann nicht jedes Mal umdrehen müssen, um zu schauen, wie denn gerade die aktuelle Darstellung aussieht von dem, was Sie unter die Dokumentenkamera gelegt haben. Unterhalb des Displays haben wir hier verschiedene Knöpfe mit verschiedenen Funktionen, mit denen Sie die Kamera bedienen können. Zum einen dieser rote Knopf, wo AF draufsteht, das bedeutet Autofokus. Damit wird das Bild dann automatisch fokussiert. Hier sehen Sie, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, hier sehen Sie eine kleine und eine große Lupe, also eine mit einem Minus drauf, eine mit einem Plus und ist ja auch, also macht auch Sinn. Mit diesen Tasten können Sie dann das Bild herein oder herauszoomen, um dann Sachen noch genauer darzustellen. In der Mitte befindet sich hier der Home-Button, eine Home-Taste. Mit dieser Taste kommen Sie einfach immer wieder in das Menü der Kamera zurück. Quasi der Return-Button. Dann sehen Sie hier auf diesem Knopf, sehen Sie hier eine Kamera. Das bedeutet, mit diesem Knopf können Sie dann einen Bildschirmdruck, eine Art Screenshot auslösen und dann wird das aktuelle Bild, was sich unter der Kamera befindet, gespeichert und abgelegt. Noch nebendran ist hier noch eine Taste mit einer Schneeflocke drauf und die Schneeflocke bedeutet einfrieren. Das bedeutet, damit können Sie dann das Bild einfrieren und ich zeige Ihnen später auch noch genau, wie man diese Taste dann benutzen kann, wofür das dann sinnvoll ist. Jetzt haben wir hier noch die Ein- und Ausschalttaste und hier unten haben wir dann noch zwei Speichermöglichkeiten. Das heißt, wir haben hier einen SD-Kartenanschluss und nochmal einen USB-Anschluss, um dann Daten darauf zu speichern. So sieht dann die Kamera aus. Und hier haben wir, also wenn wir die Kamera dann aufklappt, können wir sie hier ausklappen und hier befindet sich dann quasi die Kamera und von oben kann man dann so filmen und dann das, was man darstellen will, dann anzeigen. So, ich will es nochmal ganz kurz an die Marken übergeben, denn jetzt werden wir, bevor wir damit starten, wie die Kamera dann in Aktion aussieht, dann damit starten mit einer Umfrage, ob Sie überhaupt schon mal eine Dokumentenkamera benutzt haben. Genau, dann übernehme ich noch mal kurz. Der Christopher, der hat jetzt auch noch ein paar richtig tolle Praxistipps mit im Gepäck, wie man die Dokumentenkamera in der Praxis tatsächlich anwendet und mit welchem Programm Sie dann auch das Kamerabild entsprechend bearbeiten können. Also gerne noch dranbleiben und im Anschluss an den Vortrag von Christopher werden wir auch Ihre Fragen beantworten. Wir werden auch heute vermutlich wieder ein bisschen überziehen, aber wir nehmen uns gerne die Zeit, um auf Ihre Fragen noch einzugehen. Es sind jetzt vor allem sehr, sehr viele Fragen zum Thema OneNote und Präsentieren, also zu Stefans Vortrag gekommen, aber da gehen wir dann im Anschluss nochmal genauer drauf ein. Genau, wie es der Christopher schon angedeutet hat, wir haben noch eine letzte Umfrage vorbereitet. Wir sind halt ein bisschen nervig und möchten sehr viel von Ihnen wissen. Ich würde die Umfrage einmal kurz starten
Und wir möchten jetzt gerne von Ihnen wissen, ob Sie bereits aktiv mit einer Dokumentenkamera gearbeitet haben. Ja, Sie nutzen die Dokumentenkamera tatsächlich schon häufig. Ja, aber Sie nutzen die Dokumentenkamera selten. Oder nein, Sie nutzen bisher noch keine Dokumentenkamera. Für uns einfach wichtig zu wissen, um so ein bisschen einschätzen zu können, wo Ihr Wissensstand ist und wie tief der Christopher gleich noch einsteigen kann. Und auch da würde ich jetzt noch mal ein paar Sekunden warten und Ihnen die Zeit geben, um abzustimmen. Aber Sie sind schon wieder fleißig dabei. Das macht tatsächlich sehr viel Spaß mit Ihnen, dass Sie so gut mitmachen. Und genau, dann würde ich die Umfrage jetzt schließen. Okay, ich bin gespannt auf das Ergebnis. Ja, das Ergebnis wird dich erfreuen. Okay. Also tatsächlich nutzen bereits 48% unserer Teilnehmerinnen und unserer Teilnehmer sehr häufig 48%. Eine Dokumentenkamera. Genau, also für diejenigen, die sie schon häufig nutzen, kommen jetzt mit Sicherheit noch viele Tipps, wie sie mit der Kamera noch aktiver nutzen oder arbeiten können. 31% nutzen die Dokumentenkamera, aber eher selten. Also auch die werden mit Sicherheit das ein oder andere jetzt noch mitnehmen. Und 21% unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzen bisher keine Dokumentenkamera. Wäre natürlich toll, wenn wir sie davon überzeugen können. Es ist auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen ein kleiner Einstieg in die Digitalisierung. Also wir machen die Erfahrung immer wieder, dass Schulen, die einfach gerade noch am Anfang sind, am Anfang stehen der Digitalisierung, die holen sich so im ersten Step die Dokumentenkameras, um so ein bisschen ja, langsam zu beginnen mit der Digitalisierung. Und ja, ich würde sagen, Christopher, ich übergebe wieder an dich. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, vielleicht eher im Schnelldurchlauf, damit wir dann noch Zeit haben, um die Fragen zu beantworten. Genau, machen wir so. Gut, ich muss dann gleich nochmal meinen Bildschirm teilen. Moment. So. Können Sie meinen Bildschirm alle sehen? Den sieht man, ja. Okay, alles klar. Also, ich habe jetzt gerade hier die Elmo Interactive Toolbox offen. Das ist eine kostenlose Software aus dem Hause Elmo, die Sie sich von unserer Homepage runterladen können. Jetzt kommen wir zum klassischen Einsatz einer Dokumentenkamera. Also für viele Leute von Ihnen ist es vermutlich auch üblich, dass Sie die Kamera einsetzen im Alltag, und zwar meistens dazu, um dann Aufgaben zu besprechen oder Übungsblätter zu besprechen. Das heißt, wir haben jetzt hier ein Übungsheft. Das können wir dann mal eine Seite öffnen. Und ja, dann haben wir das hier dargestellt. Und jetzt können wir mich auch erstmal, wenn wir etwas größer machen wollen, schön rein und rauszoomen und uns dann mal eine Aufgabe anschauen. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Aufgabe, ordnen sie zu. Ich kann es dann hier mit der Maus auf diesen Button hier klicken, wähle ein Schreibwerkzeug aus und kann dann hiermit dann schon in der Software dann schreiben. Also das Bild, das zu sehen ist, da kann ich dann schreiben und Notationen hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt mal hier, was passt denn hier wohl dazu, zu Schreibtisch. So, kann ich das verbinden. Falls jetzt mal ein Schüler nicht die richtige Antwort parat hat, ist gar kein Problem, kann man einfach auch dann hier wegradieren. Oh, Vorführeffekt. So rum, ja. Gut. Aber auch nicht nur jetzt für Übungsaufgaben, sondern auch einfach generell, wenn Sie jetzt im Vergleich jetzt zu früher, falls Sie da jetzt ein Overhead-Projektor auch das mal benutzt haben und da dann halt die klassischen Schwarz-Weiß-Folien gezeigt haben, haben Sie jetzt einfach auch die Möglichkeit, schön Bilder in Farbe zu zeigen. Und es dann für alle Leute anschaulich zu machen. Schön, hier in Farbe zu sehen. Wir können auch noch mal gerne noch mal ein bisschen näher ranzoomen, auch wieder ein bisschen weiter wegzoomen, wenn Sie das ganze Bild zeigen wollen. Und damit haben Sie natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Aber auch nicht nur jetzt für Aufgabenblätter, sondern auch für 3D-Gegenstände eignet sich das perfekt. Das heißt, wenn wir uns zum Beispiel hier einen Käfer, jetzt für einen Biologieunterricht zum Beispiel, können wir einfach ranzoomen, dann das Objekt zeigen. Hier schön wenden und drehen. Falls auch mal die Einstellung nicht passen sollte, können wir einfach auch auf die Kamera drehen, den Kamerakopf näher gehen. Also sind Sie relativ flexibel, um das dann alles zu zeigen. Genau, wenn ich mich da einmal kurz einhaken darf, Christopher. Ja.
Also bei uns oder auch bei den Teilnehmern ist das Bild jetzt momentan sehr ruckelig. Da sei erwähnt, das liegt nicht an der Dokumentenkamera. Wenn Sie die Dokumentenkamera live übertragen, dann ist das Bild natürlich, ja, wie soll ich sagen, störungsfrei wird das übermittelt. Das Problem ist einfach, das liegt da tatsächlich an unserem Webinar-Tool. Das ja, ist leicht überfordert mit Bewegtbild und Live-Aufnahmen. Deshalb ist es jetzt so ein bisschen verzögert. Das möchte man nur noch dazu sagen, das liegt definitiv nicht an der Hardware. Okay, vielen Dank, Marion. Gut, dann habe ich gar nicht mehr gedacht, weil ich ja gerade so sehr auf den Vortrag fokussiert bin und das eigene Bild natürlich von mir auch nicht sehe. So. Jetzt, falls Sie jetzt zum Beispiel dann mal, sagen wir mal, einen Test haben, einen Test oder eine Hausaufgabe und Sie wollen das besprechen, so können Sie zum Beispiel einfach auch das Blatt dann unter die Dokumentenkamera legen und ich habe hier ja diese Taste mit der Schneeflocke drauf. Das heißt, ich kann dann damit das Bild einfrieren. So, jetzt, ich habe die Taste gerade gedrückt, das sehen Sie jetzt nicht, ich nehme jetzt das Blatt wieder weg, kann so zugleich dem Schüler sein Blatt wieder zurückgeben. Dieser kann dann, während man die Aufgaben dann bespricht, selber auch die Korrekturen drin vornehmen, während wir zugleich dann trotzdem alle auch noch die Aufgaben besprechen können. Und genau, so kann dann quasi die Aufgaben besprochen werden, aber auch der Schüler kann seine eigenen Verbesserungen vornehmen. Falls wir jetzt dann hier wieder Verbesserungen vornehmen, zum Beispiel wir markieren irgendwie was, ja, das sagen ist vielleicht falsch oder richtig, F, setze hier einen Haken. Und es wäre jetzt zum Beispiel schon das Ende der Stunde. Da kann man sagen, okay, hier hören wir jetzt auf. Wir wollen aber nächste Stunde weitermachen, weil die Zeit rennt. Dann habe ich einfach auch die Möglichkeit, hier das zu erfassen. Und später, wenn ich dann hier draufklicke und hier, habe ich dann hier auch schon mein Unterrichtsmaterial, was ich gespeichert habe. Das heißt, ich kann es dann öffnen, sehe, okay, jetzt sind wir wieder hier. Dann kann man da direkt weitermachen, wo man in der letzten Stunde stehen geblieben ist. Ist eigentlich natürlich auch perfekt dazu, um dann den Unterricht vorzubereiten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel zu Hause ein Übungsblatt haben, dann können Sie das einfach auch mit der Kamera dann unter die Kamera legen, das dann festhalten mit der Screenshot-Taste und dann haben Sie das auch in Ihrem Ordner gespeichert. Und so haben Sie auch die ganze Zeit die ganzen vielen verschiedenen Materialien bei sich, kompakt dann auf einen USB-Stick oder auf einer SD-Karte oder auch in der Software, in dem hinterlegten Verzeichnis. Dann können wir das einfach hier öffnen, haben wir hier wieder eine Übung, können wir gucken, okay, die dann besprechen, Butter, Joghurt, Quark, Salami, was passt da nicht so gut rein? Die Salami, oh, ups, streichen wir, ja. Zugleich haben Sie mit der Software auch noch viele weitere verschiedene Möglichkeiten. Hier gibt es zum Beispiel auch ein eigenes Whiteboard, bei dem Sie sich dann austoben können und quasi ein digitales Tafelbild erstellen können mit einigen verschiedenen Funktionen. Sie haben hier auch die Funktion, verschiedene Slides zu erstellen. Das heißt, Sie müssen sich nicht wegen dem Platz um den Platz sorgen, können da verschiedene Slides erstellen, das Tafelbild erweitern, haben auch die Möglichkeit, natürlich zu schreiben, Bilder einzufügen und viele weitere Sachen. Aber ich sehe schon, wir sind schon gegen Ende der Zeit. Und das war es in erster Linie von mir. Jetzt zum Thema Dokumentenkameras. Es sollte eine kleine Vorstellung sein, was man mit einer Dokumentenkamera machen kann, was die Dokumentenkamera so ist. Und falls Sie weiterhin noch Fragen haben bezüglich Dokumentenkameras, können Sie gerne zur Firma Kurtec gehen, auf die Firma Kurtec zugehen oder auch auf uns zugehen. Das macht eigentlich keinen Unterschied, weil die beiden Firmen, also wir Firma Elmo und Firma Kurtec auch zusammenarbeiten und wir helfen Ihnen dann gerne weiter. Falls Sie noch Fragen haben bezüglich Dokumentenkameras, bin ich genauso wie der Stefan oder die Marion noch nach Ende des Vortrags für Sie da, um Fragen für Sie zu beantworten. Das ist ja wie bei Wetten, das mit uns. Wir können ja wirklich durchmachen bis spät und sind auch noch fast alle Teilnehmer da. Also Sie haben bestimmt noch Fragen. Ja. Genau, richtig. Ich werde jetzt einmal kurz meinen Bildschirm mit Ihnen teilen. So. Ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm und man sieht auch weiterhin uns drei. Dann würde ich jetzt auch mit der versprochenen Fragerunde starten und es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen reingekommen. Das sind wir ja schon gewohnt und das ist auch sehr gut so, dass Sie die Zeit nutzen, um uns Fragen zu stellen. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden
vermutlich jetzt nicht in den nächsten 10 Minuten auf alle Fragen eingehen können. Aber wie auch Stefan und Christopher schon erwähnt haben, wir stehen Ihnen auch gerne im Nachgang noch zur Verfügung. Schreiben Sie uns einfach gerne eine Mail oder Stefan, vielleicht kannst du deine Kanäle auch nochmal kurz dann erwähnen, über die man dich kontaktieren kann. Du bist ja da immer bereit und auch beantwortest auch direkt im Nachgang wirklich noch die nächsten paar Minuten Fragen, die du ad hoc beantworten kannst. Also nutzen Sie auch gerne die Möglichkeit. Wenn Sie möchten, auf jeden Fall gerne. Das finde ich wichtig, weil ich weiß, dass das ja immer so Crashkurse sind in den Webinaren und ja gerade speziellere Fragen oft nicht zum Zug kommen. Wenn Sie mögen, meine Community Microsoft 365 für Lehrer heißt sie. Microsoft 365 für Lehrer finden Sie bei Twitter, bei Facebook und auch bei Instagram. Abgekürzt als Profilname Microsoft 365.de. Da auch im Nachgang versprochen, ich lese mir alles durch, selbst wenn ich Sachen nicht beantworten kann, dann finde ich vielleicht eine Idee, wo Sie die Antwort finden können. Also wenn Sie was haben, was wir jetzt gleich nicht beantworten können, Microsoft365.de bei Twitter, Facebook und Instagram. Wunderbar. Dann starten wir doch jetzt direkt mal. Die erste Frage ist sehr basic, aber es ist einfach eine wichtige Frage. Stefan, die richtet sich an dich. Voraussetzung für eine Wireless-Verbindung ist WLAN, oder? Um Gottes Willen, das habe ich gar nicht erklärt, beziehungsweise finde ich wichtig zu erklären. Also wir sprechen bei dieser Wireless-Verbindung über eine Funkverbindung, die sich direkt aufbaut zwischen Ihrem Gerät und dem Smartboard, Beamer oder Fernseher. Das heißt, wenn Sie so ein Wireless-Display, so einen Wireless-Display-Adapter nutzen oder die Technologie Miracast, dann läuft das Ganze drahtlos direkt über Funk. Das heißt, Sie müssen in der Schule kein WLAN haben. WLAN im Klassenzimmer ist ja noch lange nicht selbstverständlich. Meiner Erfahrung nach ist aber nicht notwendig. Die Direktübertragung zwischen beiden Geräten funktioniert dann auch so. Sie brauchen kein zusätzliches WLAN im Klassenzimmer. Wichtige Frage. Absolut, richtig. Dann kam eine Frage zum Thema OneNote rein. Die hören wir ja tatsächlich relativ oft auch in den einzelnen OneNote-Webinaren, aber vielleicht kannst du da auch kurz drauf eingehen, Stefan. Kann ich OneNote-Inhalte nur auf der Cloud speichern? Moment, jetzt muss ich das einmal kurz großziehen. Oder auch direkt auf meinem PC? Gute Frage, gerade in Sachen Datenschutz auch eine sehr beliebte Frage. Die einzig richtige Antwort ist, Kommt drauf an, welche Version Sie von OneNote nutzen. Grundsätzlich ist die App und das Programm mittlerweile so aufgebaut und so ausgelegt darauf, dass sich OneNote direkt mit der Cloud verknüpft. OneDrive ist ja die Cloud, die zu Microsoft gehört. Und grundsätzlich ist vorgesehen, dass eben alle Inhalte grundsätzlich in der Cloud abgelegt werden. Wer aber die Desktop-Version, das Office-Programm quasi von OneNote nutzt, der kann OneNote-Inhalte, OneNote-Notizbücher auch so erstellen, dass die offline zur Verfügung sind, beziehungsweise lokal auf der eigenen Festplatte abgespeichert werden oder zum Beispiel in einem Netzwerk, was es in der Schule vielleicht gibt, auf einem Server. Also die Möglichkeiten gibt es, aber nur mit der Desktop-Version von OneNote. Ich weiß, dass das Thema Datenschutz sehr heiß diskutiert wird, auch in verschiedenen Bundesländern. Die richtige Stärke kann OneNote natürlich nur ausspielen, wenn die Daten in der Cloud liegen oder eben auf einem Server, auf einem Schulserver innerhalb von Microsoft 365. Dann kann ich eben auch die Zusammenarbeit mit anderen Leuten in OneNote vornehmen. Das heißt, andere können gemeinsam mit mir an Notizbüchern arbeiten, gemeinsam Klassenbücher ausfüllen. Ich kann die Unterlagen auf ein Handy synchronisieren und habe sie unterwegs parat. Das heißt, die Empfehlung ist, auch wenn ich weiß, dass man mit Cloud immer noch so ein paar Bauchschmerzen hat, wenn möglich und wenn es sich nicht um personenbezogene Inhalte handelt, dann doch überlegen, auf die Cloud zu setzen. Die Vorteile sind eben. Genau, Thema Datenschutz waren auch etliche Fragen dabei. Da würde ich auch gerne nochmal auf unsere Webinaraufzeichnungen hinweisen. Wir haben mit einem Cloud-Experten von uns ein Webinar zum Thema Microsoft 365 beziehungsweise auch Teams und der Datenschutz aufgezeichnet. Das Webinar bzw. die Aufzeichnung finden Sie auch bei uns im YouTube-Kanal. Ich gehe jetzt dann gleich auch nochmal auf die wichtigsten Links für Sie ein und Sie erhalten auch alle Links zu den Aufzeichnungen der vergangenen Webinare, aber auch die Aufzeichnung von diesem Webinar, wie gesagt, in der Follow-up-E-Mail. Also kommt alles im Laufe der Woche. Stefan, nochmal eine weitere Frage an dich, bevor ich dann eine Frage an den Christopher weitergebe. Stefan, kannst du bitte kurz erklären, welche Vorteile die Whiteboard-App im Vergleich zu OneNote bietet? Kann man das überhaupt so spontan und ad hoc beantworten?
Ich finde das ganz spannend, diese Frage, weil die selbst bei Microsoft immer wieder gestellt wird. Also ich bin ab und zu auch schon bei den Treffen bei den Kollegen in Redmond dabei gewesen, wenn sich da die verschiedenen Teams auseinandersetzen miteinander. Und auch da gibt es immer wieder die Frage, wer hat denn jetzt hier Vorrang? Welche App ist wichtiger? Nehmen wir das oder das? Meine Antwort und auch die Antwort der Menschen vor Ort ist eigentlich immer, entscheidet es selbst, kommt drauf an. Beide Apps haben Vor- und Nachteile. Für mein Empfinden, wenn es um Tafelbilder geht, läuft die Whiteboard-App viel flüssiger. Die ist natürlich darauf ausgelegt, auch mit Fingern und Stiften leicht auf großen Displays gut zu bedienen zu sein. Insofern macht mir das Zeichnen, das Live-Zeichnen von Tafelbildern auf der Whiteboard-App total viel Spaß mit der richtigen Hardware. Wenn es aber darum geht, Inhalte langfristig abzulegen, zum Beispiel in Notizbüchern, in digitalen Notizbüchern auch kontinuierlich zur Verfügung zu haben, dann setze ich auf OneNote. Ich bin aber auch generell kein Typ, der sagt, das eine oder das andere. Ich versuche selten, die Sachen gegeneinander auszuspielen, sondern immer zu überlegen, was ist für welchen Zweck die beste Lösung? Beides hat seine Berechtigung, finde ich. Sie werden feststellen, dass Sie sich in den unterschiedlichen Versionen jeweils mit den unterschiedlichen Programmen wohlfühlen. Genauso könnten Sie ja zum Beispiel auch nur in PowerPoint zeichnen auf der weißen Fläche, was vielleicht auch in bestimmten Situationen seine Berechtigung hat. Vielleicht nehmen Sie auch Paint. Gut, das ist vielleicht dann die einfachste Variante. Also leider kann ich solche Fragen oft nur mit einem kommt drauf an beantworten, weil ich finde, es heißt PC, weil es ein Personal Computer ist. Es kommt darauf an, sich auf die persönlichen Bedürfnisse einzustellen und jeder von Ihnen arbeitet unterschiedlich. Was wir immer machen können in Webinaren, ist, die unterschiedlichen Möglichkeiten zu präsentieren und aufzuzeigen. Und Sie müssen dann natürlich für sich entscheiden und umsetzen, was in welcher Unterrichtssituation vielleicht für Sie die beste Variante ist. Mit allen Vor- und Nachteilen. Und deshalb meine Ermutigung, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Und manchmal muss es nicht das eine oder das andere sein. Manchmal kann es auch beides sein. Super. Dankeschön, Stefan. Ich finde, das Thema persönlich ist eigentlich ganz treffend. Wir haben nämlich von einer Teilnehmerin den Hinweis bekommen, dass sie Mathelehrer ist und selten 3D-Dinge zeigt, deshalb eine Dokumentenkamera bisher nicht benutzt hat. Ich glaube aber, und Christopher, da kannst du gerne auch nochmal andocken an das Thema. Du hast ja schon sehr, sehr schön gezeigt, dass es nicht nur darum geht, in einer oder mit einer Dokumentenkamera 3D-Gegenstände zu zeigen, sondern vielmehr eben auch zu präsentieren und einen Unterricht zu gestalten. Vielleicht kannst du noch mal kurz darauf eingehen, was denn neben dem Zeigen von 3D-Gegenständen im Groben drin ist, beziehungsweise wie Dokumentenkameras in der Praxis tatsächlich am häufigsten auch genutzt werden. Also am häufigsten werden die Dokumentenkameras ganz klar genutzt. Also das ist jetzt für den Tageslichtprojektor, das heißt, die Lehrer werden oft Bücher drunter legen, Bücher oder Aufgabenblätter, um diese dann gemeinsam zu besprechen. Was sie allerdings aber auch, für was sich auch super eignen, ist zum Beispiel der Kunstunterricht. Das heißt, die Kunstlehrer, früher mussten die immer dann ihre Folien drucken, haben dann das Bild nur in Schwarz-Weiß zeigen können, im Normalfall, weil Farbfolien ja relativ teuer sind. Das heißt, zur Darstellung, vor allem auch farblichen Darstellungen, wird es am meisten genutzt von halt Blättern, Bildern oder Aufgabenblättern. Genau. Und ansonsten wird die aber auch ganz gerne mal genutzt, um jetzt mal zum Beispiel Experimente für den Chemieunterricht zum Beispiel. Da haben wir einige Lehrer, die jetzt dann auch ganz gerne mal einen Unterricht aufnehmen. Und es hat auch den riesigen Vorteil halt, dass dann durch die Aufnahme können sie das auch immer wieder zeigen und immer wieder verwenden. Und jetzt auch gerade in Zeiten von Corona haben wir natürlich extrem viel Anfragen bekommen bezüglich dem Einsatz von Dokumentenkameras. Und die Dokumentenkameras werden zugleich auch noch als Webcams verwendet. Also man kann die auch als Webcam verwenden. Mhm. Und viele Lehrer benutzen die dann quasi als Webcam. Dadurch, dass die ja so flexibel mit ihrem Kameraarm sind, kann man das auch quasi gerade wieder umdrehen und dann direkt übergehen zum Punkt, okay, ich zeige jetzt den Schülern jetzt ein Aufgabenblatt oder eine Mitschrift oder einen Gegenstand, den ich denen präsentieren will. Und das sind ja so die Hauptpunkte für den Einsatz von Dokumentenkameras. Super. Wenn dabei Bilddateien entstehen, ist natürlich auch der schöne Vorteil, dass man alle Sachen miteinander verknüpfen kann. Also diese Bilddateien zum Beispiel auch in einem OneNote-Notizbuch abzulegen und so zur Verwahrung zur Verfügung zu haben oder in eine PowerPoint
Präsentation einzubauen. Also das finde ich ganz wichtig. Wir machen ja dieses Webinar nicht, weil wir hier mit ganz unterschiedlichen Themen am Start sind, sondern das greift ja alles ineinander über. Und Sie können als Lehrkräfte ja diese vielen Elemente auch wunderbar miteinander verknüpfen, je nach Einsatzzweck. Das finde ich eben so toll an diesen Dokumentenkameras, dass das, was ich da an Inhalten habe, eben, dass ich das weiterverwenden kann, dass das nicht nur punktuell im Unterricht eine Rolle spielt, sondern dass ich die gespeicherten Elemente auch wieder auf diesen unterschiedlichen Wegen und sei es in einem Teams-Kanal, wie wir es kennengelernt haben, oder auf einem Whiteboard platziere. Also alle Elemente greifen ineinander über. Es ist wie ein großer Handwerkskoffer, den Sie zur Verfügung haben mit vielen, vielen Werkzeugen. Genau, und eine Teilnehmerin schreibt gerade auch, finde ich, ist auch ein super wichtiger Punkt, dass es natürlich praktisch ist mit der Dokumentenkamera, dass man auf Papier schreibt. Also es wird ja jetzt auch immer gängiger, dass man irgendwie auf ein Tablet schreibt, aber auch das muss man mögen. Also das immer wieder beim Thema persönlich. Die einen, die mögen es lieber auf Papier zu schreiben, die anderen haben sich schon dran gewöhnt und schreiben auf einem Grafiktablet oder auf einem normalen Tablet. Also auch da der Appell an Sie, einfach ausprobieren. Und mit Sicherheit ist eine Dokumentenkamera so der erste Schritt in die richtige Richtung, wenn es um Digitalisierung geht. Aber wie der Christopher gerade schon gesagt hat, sie bietet einfach so, so viele mehr Vorteile und ist nicht nur zum Projizieren da, sondern man kann einfach Dokumentenkamera sehr vielseitig einsetzen. Genau, dann wird... Super. Würde ich noch mit einer Frage abschließen, Christopher, die geht auch nochmal an dich. Wie gesagt, es sind noch super viele Fragen offen. Bitte seien Sie uns nicht böse, dass wir nicht mehr alle im Rahmen des Webinars klären können. Nochmal das Angebot, wir stehen zur Verfügung und Sie erhalten auch den Link zu allen vergangenen Webinaren zum Thema Erklärvideos, zum Thema Datenschutz und. Kriegen Sie alles von uns versprochen. Die letzte Frage, Christopher, was sind denn jetzt die Vorteile der MA1? Also du hast eingangs ja auch die L12W angesprochen. Mhm. Gibt es denn einen konkreten Vorteil der MA1, die du uns heute vorgestellt hast? Also ganz klar auf jeden Fall, also für die Leute, die von Ihnen schon mit der L12-Reihe vertraut ist, die L12-Reihe ist eine relativ große Dokumentenkamera. Ja, und ich sage es mal, nicht so flexibel und nicht so portabel wie so eine MA1. Die MA1, habe ich vorhin ja gezeigt, kann ich auch ganz einfach ganz schnell zuklappen und habe die dann sofort relativ einsatzbereit. Also in die Hosentasche passt die jetzt nicht, aber in der handelsübliche normale Tasche, ja, passt die ganz gut rein. Und das ist schon ein riesiger Vorteil. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade in diesen Zeiten mal, vielleicht sind Sie mal wieder kurz in der Schule, dann doch wieder zu Hause, können Sie die Kamera einfach einpacken und schnell mitnehmen. Und zum anderen, die MA1 verfügt auch über Android, was auch ganz cool ist, dadurch, dass die jetzt über Android verfügt, kann man auch mit der Kamera, also hat die Möglichkeit, Apps darauf zu installieren, diese Apps dann auch zu nutzen und auch so Sachen wie Miracast sind auch möglich mit der Kamera. Wie gesagt, das ist jetzt aber auch für so einen Vortrag wie heute, es würde den Rahmen sprengen, ist auch schlecht möglich, das im Webinar zu zeigen, aber falls da natürlich auch von dieser Seite noch mehr Fragen sind, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden. Und wir zeigen dann das Bild noch ganz gerne mal näher. Aber jetzt noch zurück kurz zur Frage. Also der Hauptvorteil, würde ich sagen, ist zum einen, liegt darin, dass die Kamera so kompakt und so schnell einsatzbereit ist. Mhm. Und der zweite Vorteil liegt darin, dass sie einfach die Kamera ja auch einen Bildschirm hat. Und mit diesem Bildschirm können Sie dann selber ja auch sehen, wie gerade das Bild ausschaut, was jetzt an die Leinwand projiziert wird. Und Sie müssen nicht immer dann einen Beamer oder einen Bildschirm dann parat haben, um das dann auch zu überprüfen. Alles klar. Vielen Dank, Christopher. Es sind sehr viele Fragen auch zum Thema PowerPoint reingekommen. Ich hätte die Bitte an Sie, wenn Sie Interesse haben an einem Basic-Webinar zum Thema PowerPoint, Stefan ist Experte, das kann ich Ihnen sagen, lassen Sie es uns wissen, dann setzen wir gerne ein weiteres Webinar mit Stefan auf, um Ihnen einfach wirklich alles rund um PowerPoint zu zeigen. Da kann man auch gerne nochmal auf das Thema Erklärvideos eingehen. Das Thema haben wir ja separat in dem Webinar schon behandelt, aber nochmal so einen Rundumschlag zu PowerPoint. Ich denke, das macht Sinn, weil PowerPoint wirklich ein sehr, sehr mächtiges Tool ist. Thema OneNote gibt es auch einige Aufzeichnungen, die Sie von uns ansehen können. Und genau, ich hätte nur noch eine allerletzte Folie, die ich Ihnen gerne zeigen möchte. Und zwar, ich muss kurz warten, bis die Folie übertragen wird. Ich hoffe, das ist jetzt dann auch gleich wieder der Fall. Aber nicht noch eine Umfrage, bitte. Bitte nicht noch eine Umfrage. Genau, die,
die Leute, die wollen jetzt endlich Primetime sehen. Genau, nee, ich habe nur noch einmal die weiterführenden Links für Sie. Wie bereits gesagt, Sie erhalten die Links auch alle in der Follow-up-E-Mail von uns. An der Stelle auch noch der Hinweis, wir haben aktuell 2 Elmo-Dokumentenkameras in der Aktion. Bitte einfach gerne bei uns im Onlineshop vorbeischauen. Wir haben eine Aktionsseite, da finden Sie unter anderem die Elmo-Dokumentenkameras. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, unser Hardware-Team hilft Ihnen da sehr, sehr gerne. Und ansonsten finden Sie da noch die Links auch zu unserem YouTube-Kanal, genauso wie zu kommenden Webinaren. Es sind auch in diesem Jahr, auch wenn das Jahr nicht mehr lange ist, aber wir haben tatsächlich noch einiges vor uns und wir bieten Ihnen noch einige spannende Webinare an. Wenn Sie dabei sein wollen, jederzeit gerne noch anmelden. Und jawohl, um keine Webinare mehr zu verpassen und immer up to date zu sein, was unsere Aufzeichnungen betrifft, können Sie uns auch gerne bei YouTube abonnieren. Dann haben Sie auch wirklich immer alle Webinaraufzeichnungen sofort griffbereit. Vielleicht machen wir mal ein Webinar zum Thema Zeitmanagement. Das würde uns gut zu Gesicht stehen. Genau, da nehmen dann am besten wir teil. Das stimmt allerdings. Ich habe, um ehrlich zu sein, auch keinen Überblick, wie spät es ist. Ich hoffe, wir haben nicht allzu sehr überzogen, aber es sind noch etliche Teilnehmer dabei. Von dem her gehe ich davon aus, dass es nicht ganz so schlimm war. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, dass wir uns in den wohlverdienten Feierabend begeben. Und ich möchte mich an der Stelle bei dir bedanken, Christopher. Danke für deinen Input zum Thema Dokumentenkameras und natürlich auch bei dir, Stefan. Es war mir wie immer ein Fest. Es hat sehr Spaß gemacht mit euch beiden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir Sie überzeugt haben und wenn Sie auch Lust haben, an einem der nächsten Webinare noch teilzunehmen. In diesem Sinne einen schönen Feierabend und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Tschüss.